Und zurück zu Batman Arkham Knight, mittlerweile der 22. Folge. Und ich habe jetzt mal den Raum hier gesäubert. So, und jetzt müssen wir, glaube ich, den Professor da hinten befreien. Schauen wir mal, was jetzt hier weitergeht. Jemand da? Holt mich raus, bitte! Du musst mich hier rausholen. Die sind wahnsinnig! Du hast mich angelogen. Du hast eine letzte Chance, Dag. Eine. Ich... Okay, okay. Hör zu, Scarecrow kam zu mir. Er brauchte meine Hilfe mit dem Cloudburst. Wozu dient er? Nein! Nein, nein! Lass nicht zu, dass sie mich berührt! Ja, das ist komische Gas jetzt. Der Cloudburst, Stack. Welchen Zweck hat er? Sie sind überall auf meiner Haut. Sie kriechen auf meinem Gesicht rum. Ich sollte dich deinen Albträumen lassen. Kurz und schmerzlos. Der dunkle Ritter. So, ich glaube, jetzt können wir hier die Tür öffnen. Genau, und weiter geht's. Okay, das ist er. Der Moment, auf den wir beide gewartet haben. Scarecrow ist genau da unten. Also hältst du ihn auf und rettest Oracle? Oder bekomme ich noch eine Nase von dem köstlichen Gas, während du hilflos ihren Tod beobachtest? Wie entscheiden wir uns? Okay. What the fuck is this? Näher, nur näher. Dies ist die Wer ist der echte Scarecrow-Show? Also, wo ist unser erster Tag? Na, er schon wieder. Ich bin's. Ich glaube, das Gas ist nicht gerade gut. Du stirbst nicht. Es fühlt sich nur so an. Mein Toxin füllt deine Lungen und ertränkt dich in deinen größten Ängsten. Was siehst du? Eine Stadt unter dem Joch der Angst? Betrogen von jenen, denen du vertraut hast. Dein dunkelstes Geheimnis wird offenbar. Während ich deinen Geist zerpflücke, sieht Gotham zu. Ich werde dir die Maske vom Gesicht reißen. Nicht machst du, Mensch. Und die ganze Welt soll die Furcht in deinen Augen sehen. Auch sie werden dann verstehen. Es gibt keinen Erlöser. Keine Hoffnung mehr. Nie mehr, Batman. Vielleicht ist es schon passiert. Was? Sieh mich an! Ich bin großartig und dieser Körper! Unglaublich, wie stark er ist! Ja, Baby! Genau. Los jetzt! Erledige ihn! Sieh ihn dir an! Er ist nicht besser als der. Er sieht ja nicht mehr so frisch aus. Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Du musst etwas tun! Du musst ihn aufhalten! Gut! Irgendwas stimmt nicht. Du bist anders. Ich betrachte es als immer noch in Arbeit. Aber es zeigt Potenzial. Du sitzt in der Falle. Du kannst nicht davonlaufen.
Wer hat was von Laufen gesagt? Ups. Springt das hier noch eine Kapsel ab? Ah. So, ich will sagen, das Flugschiff ist abgeschlossen. Sir Scarecrow sendet über ganz Gotham. Sie müssen das sehen. Wie fühlt es sich an, deine Stadt am Rande des Abgrunds zu sehen? Deine Freunde im Griff des Todes. Dieses Mal hast du dich übernommen, Batman. Und jetzt ist dein Scheitern so gut wie vollendet. Und wenn der letzte Atemzug aus ihrem Körper weicht, wird sie wissen, dass du sie im Stich gelassen hast. Alfred, er hält Oracle im Unterschlupf in Chinatown fest. Ich bin auf dem Weg dorthin. Bitte beeilen Sie sich, keiner weiß, was er ihr antun wird. Okay, lass uns mal dahin starten. Wir sind Tarzan und er ist allein. Dieser Job ist doch besser, als in der Wüste abgelaufene Rationen zu pressen und sich beschießen zu lassen. Wir müssen jetzt erst wieder mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Ich war jetzt längere Zeit nicht daheim und konnte nicht so viel zocken. Meter noch. Weißt du, ich glaube, ich habe noch nie einen Feuerwehrmann getötet. Echt? Das überrascht mich. Ja, ich habe schon Korps, Sanitäter, Küstenwächter. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Okay. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Scarecrow ist eine echte Spaßbremse. Er sollte mal was Lustigeres machen. Einfach mal zum Vordereingang rein. Was? Wir hetzen uns hier ab und Crane hat sie schon getötet? Ha! Null Gespür für den Moment. Wir beide wissen, dass Angst Theatralik ist. Also gestatte mir die Freude, diese Show aufzuführen. Oh, ich habe das Sackgesicht wohl falsch eingeschätzt. Oh, oh, da kommt das Toxin. Ich kann es fast schmecken. Das ist so krass, der Joker. Was passiert hier? Barbara! Ja, jetzt siehst du es. Das Grauen hinter dem Glas. Das Monster, das dein Ende sein wird. Außer du nimmst diese Waffe und verweigerst es dir. Hör nicht auf ihn! Bitte! Bitte, nein! Barbara, ich bin's. Dein Freund. Du kriegst mich nicht. Das lasse ich nicht zu. Scheiße. Du bringst allen, die dir folgen, den Tod. Sir, was geht da vor? Sie ist fort, Alfred. Was meinen Sie? Barbara. Scarecrow hat mich bestraft. Er hat sie getötet. Nein. Oh nein. Sir, wir müssen uns konzentrieren.
Die Bürger Gothams brauchen sie. Ich hätte sie beschützen müssen, Alfred. Sie ist meinetwegen gestorben. Sir, bitte hören Sie. Aus Decks Dateien geht hervor, was der Cloudburst macht. Es ist eine Art Zerstäuber. Sir, sehen Sie denn nicht? Scarecrow hat die Mittel, die ganze Stadt in Angstgas einzuhüllen. Sie haben die Aktivierung verhindert, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Sir, haben Sie verstanden? Das hat er. Er fragt sich gerade, wie er so weiterleben kann. Master Bruce, lassen Sie Miss Gordons Tod. Er darf nicht umsonst sein. Du kannst sie nicht zurückholen. Lass Onkel Jay übernehmen. Nie mehr dunkle Erinnerungen, nie mehr Schmerz, nie mehr Angst. Ehrenwort. Ivy. Oh nein. Sir? Alfred, führe einen Satellitenscan der Stadt durch. Sag mir sofort, wenn du den Cloudburst hast. Natürlich, Sir. Wo gehen Sie hin? GCPD. Ivy war immun gegen Scarecrows Gift. Sie glauben, sie wird helfen? Sie hat keine Wahl. Aber damit Ivy zusammen, um Maßnahmen gegen die Cloudburst-Apparat einzuleiten. Trifft sich mit Ivy in den GCPD-Arrestzellen. Okay. Batman, was im Unterschlupf passiert ist, war kein grausames Spiel. Es musste sein. Heute Nacht geht es um mehr als Gotham. Es geht darum, was in diesem Raum... Scheiße, ob wir mit dem Fahrzeug schnufen können. Der gescheitert ist. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung. Nein. Durchhalten, Verstärkung ist unterwegs. Yeah. Scarecrows Angstgas abzukriegen. Das muss ich echt nicht nochmal haben. Nach. Kann ich jetzt mein Ding rufen? Die Fledermaus! Ja, jetzt. Oh, Batman überlaufen gefahren. Alles klar. So, dann schauen wir mal, ob wir die Ivy finden. So, angekommen im Polizeirevier. Revier? Ich würde sagen, wie es dann mit der Ivy weitergeht, schauen wir uns aber auf jeden Fall in der nächsten Folge ein. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich auch mit Abo freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Andi.